Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier im Part Nummer 99 von Super Mario Odyssey. Ja, Freunde, wir sind bei 99, das heißt, der nächste Part ist 100. Und damit haben wir wieder ein Projekt, was unfassbar krasse 100 Parts und länger wird. Richtig heftig. Und mir gefällt es tatsächlich. Also ich finde es schön, dass Odyssey so lang ist. Es wäre schade, wenn das Spiel kürzer wäre, weil es halt einfach total geil ist. Es macht einfach viel zu viel Spaß. Unglaublich, das ist ja eins von den Wesen mit denen, mit dem ausfahrbaren Schnabel. Ich wollte schon immer so eins... Warte, das war zu... Was? Das war richtig? Geil. Oh, jetzt sehe ich selbst, wie das mit der Verlängerung der Schnabels funktioniert. Endlich verstehe ich diesen Vorgang. Leute, ich werde auch irgendwann den kleinen Feedmonster nochmal als kleine Figur machen. Weil der voll lustig, weil der voll süß ist hier, der kleine Fratz. Voll geil, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so funktioniert. Ich würde gerne auch wissen, wo der hier hinführt. Ach, ich weiß es. Hier ist das Kabel, was runtergeht, darüber und dann da vorne in die Mitte ins Tor rein. Got it. Das ist so cool, dieses... Achso, warte mal. Man kann doch... Nee. Okay, nicht mit allem. Mit ein paar Sachen ja, aber nicht mit allem. Gut zu wissen. Batz. Und rein. Und nochmal zwei Monde holen. Ja, mit meinem Lieblingsgetier. Das ist cool. Verdammt. Geile Sache, Mann. Das gefällt mir richtig gut. Mist. Verdammt. Muss ich euch sagen, was passiert ist, oder lassen wir es einfach so im Raum stehen? Ihr könnt jetzt wählen. Okay, lassen wir so im Raum stehen. Ich danke für eure Kooperation. What the fuck? Wow, was zum... Ich wusste nicht, dass ich den gleich cappen kann. Was? Heute nicht, Mann. Nein. Zack, Japano. Japanische Wende-Challenge. Was? Bitte mach's einfach. Nein! Ich hab's übrigens gerade geschafft, durch den gesamten Boden durchzupieksen. Man hat genau gesehen, wo das Einschussloch gerade war. Einschussloch vor allen Dingen. Was? Voll genutzt. Ich würde gerne mal sehen, wie das hier in einem Speedrun aussieht. Stelle ich mir voll geil vor. Was? Zack. Ich habe jetzt kurz gewartet, damit ich hier schön straight ahead gehen kann. Ach nee, da sind Kisten. Verdammt! Gut, dann muss ich die mitnehmen. Man. Mist. Patz, 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 patz. Patz, 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 patz. Bams. Bams. Bams, 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 bams. Bams. Gut, Herz ist jetzt nicht so das Non-Plus-Ultra, aber ich sag mal, solide. X, X. Mist, das ist komisch, Mann. Hä? Da unten! Oh! Verdammt. Okay. Mario Time. Mario Time. Die Öhrchen. Wie die Öhrchen wackeln. Voll süß. Geiles Kostüm.
Okay, das wird jetzt etwas schwieriger. Geschafft. Pow. Pieksend die Gipswand hinab. Okay, das war auch cool. Mir doch egal, wir haben alles hier drin. Verdammt geil. So, dann haben wir jetzt auch fast jeden Mond. Hier vorne fehlen noch zwei und das Cooper Running. Sehr gut. Ich hoffe, wir kriegen das Cooper Running vernünftig hin. Alternativ muss ich gucken, dass ich jetzt halt wirklich irgendwie rechts über die Schräge vom Dach runterrolle. Und dann weiterrolle und trotzdem den Gelben noch besiege. Das ist halt das Wichtige daran. Der Gelbe muss auf jeden Fall besiegt sein. So. Kaufen. So, damit haben wir jetzt auch alle Outfits des Spiels, glaube ich. Das ist doch mal so richtig cool. Oder gibt's im... Nee, beim Mondlevel gab's nur das eine. Da gab's nur das Astronautenkostüm. So, damit haben wir ja auch schon mal alles. Und jetzt haben wir auch schon fast alle Gegenstände, die wir uns in die Odyssee reinstellen und ranhängen können und so weiter. Sehr cool. So, und da vorne gibt es jetzt nochmal zwei Monde. Was sollen das für welche sein? Ach ja, hier rechts ist ja der Kampf. Genau. Genau, das war ja der Goomba-Fight. Au. Oh Gott, ein Glück konnte ich das tanken. Zack, Nummer 1. Jetzt macht er wieder Goomba City. Muss ich aufpassen. Zack, zack, zack. Ha, nicht! Noch ein, oder bin ich dann tot? Nee, jetzt ist okay. Zack, Nummer 2. Achso. Oh. Joho. Mehr Wörter, die sich reinfällen, mir jetzt wirklich nicht mehr ein. Tut mir leid. Yeah. So. Rein in den Kisten. Ich hab schon... Oh Gott. Oh mein Gott, wie viel werden das noch? Weil die Zeit so lang ist. Oh mein Gott. Das schaffe ich nicht. Ach! Ich hätte das machen können! Oh Mann, wie das klingt. Immer so. Das klingt bescheuerter, als ich Piano spiele. Das soll schon was heißen. So, okay, dann zählt jetzt nur noch einer. Und das ist der Racer. T-Racer. Okay, ich versuche jetzt meine sichere Methode zu finden, dass wir irgendwie da einfach nur lang kommen. Also im Optimalfall, wie gesagt, ne, rollen, zack, zack, zack. Und dann versuche ich hier zu landen und runter zu rollen. Weil hier kann man langrutschen, ohne dass mich irgendwas auffällt. Im Optimalfall funktioniert's. Wird aber etwas schwierig. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, dass ich auch wirklich das Rennen schaffe und den Goldcooper besiege. Alles andere ist mir jetzt erstmal egal. Und wenn ich jetzt nebenbei doch die Zeit schlage, dann finde ich das so erbärmlich lustig. Weil eigentlich ist... das Lustige daran ist halt eigentlich, dass ich es halt nicht will. Wenn es mir egal ist. Aber das ist echt, das ist das krasseste Cooper-Rennen, finde ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf dem Mond heftiger ist. Funktioniert aber besser, als ich dachte.
Das tut jetzt weh. Ist aber jetzt auch egal. Wir sind halt immer noch meilenweit vorne. Ja, aber wir schaffen es auf jeden Fall nicht. Allein schon deswegen, dass ich da jetzt... Zack. Zweimal was machen musste. Ist aber nicht so schlimm. Zack. Dass man das halt einfach nicht abbrechen kann, kotzt mich auch an. Weil langsam sind sie bei mir. Dann kann ich ja den Sprung hier nochmal üben. Ich hätte jetzt übrigens das hier machen sollen, zack. So. Es läuft gerade gar nichts. Also hier ist nochmal ein sehr einfacher Abschnitt. Ja, ein sehr einfacher Abschnitt, der mich jetzt gerade fast das Leben gekostet hat. So, hier muss ich sagen, finde ich das irgendwie am effektivsten. Ja, wenn man es nicht so verkackt wie ich. Und reine, einfach nur reine. Hauptsache erster, ist mir jetzt egal. Wie gesagt, ich mach's privat nochmal Sub 1,20 will ich schaffen. Und was ich will, das schaffe ich auch. Da bin ich mir sehr sicher. So, das war Überschallgeschwindigkeit, Bro. Letzter Hund. Pow. Ja, nice. So, haben wir hier auch alles kompletto. Ja, Luigi wird sich nicht geändert haben. Wie gesagt, ich habe meine Ballons noch nicht weiter versteckt und ich war auch nicht weiter suchen. Und jetzt fehlt uns tatsächlich hier, wenn ich es richtig sehe, fehlen uns jetzt genau drei Lämpchen, ja. Drei Lämpchen für die letzten drei Länder. Alle drei auf dem Mond. Zack. Boom, 750. Los geht's. Puh, Mondland habe ich noch nicht vorbereitet. Und wir müssen den Rest von dieser und die nächste Folge da drin verbringen, ohne dass ich was vorbereiten kann. Weil ich, wie gesagt, in einer Vorproduktion bin. Das heißt, während dieses Video hier erscheint, meine Damen und Herren, bin ich nicht zu Hause. Hause, 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 Hause. Da bin ich mich gerade bei einer Freundin, 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 Freundin. Okay, für drei Tage. Und ja, der Mondquader leuchtet und den werden wir uns jetzt snacken. Und wir werden uns gleich umziehen. Es fehlen 30 Mondmünzen. Und es sind nur 22 Sterne aktuell, Monde aktuell. Und so viele mehr werden es auch nicht. So, wir werden aber erstmal etwas sehr, sehr Cooles anziehen. Also ich finde, also jetzt, weil ich halt schon mittlerweile einen Zusammenhang dazu habe, finde ich das Settler View Outfit sehr, sehr geil. Kurze Background-Story, Nintendo hatte eine, ich weiß nicht, ob es eine eigenständige Konsole war oder nur das Add-on für eine Konsole. Für ein Nintendo NES oder für ein SNES, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es war der SNES. Da haben sie ein Add-on rausgebracht, was Settler View hieß, womit man Broadcasts empfangen konnte. Da konnte man dann das Spiel BS Zelda, also Broadcasting System Zelda, The Ancient Stone Tablet, damals empfangen und spielen, einmal die Woche, glaube ich. So richtig, richtig komisch. Und ja, es war unfassbar interessant. Du bist aber nicht böse, ne? Nee. Es ist auch ein ziemlich cooler Zelda-Teil, auch wenn er eigentlich nur ja, A Link to the Past ein bisschen anders ist. Also, es ist irgendwo ist es A Link to the Past, aber halt ein bisschen anders. Ja, so viel was Neues war es nicht, aber es war ziemlich cool, weil es live kommentiert wurde. Ist schon echt sehr interessant, also kann ich jedem empfehlen, könnt ihr mal auf jeden Fall nachgoogeln.
ist auf jeden Fall das Ganze wert. Bling, bling, bling. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kommen nochmal dazu. Das heißt 33, habe ich richtig gerechnet? Jawollo. 33 und 30 Münzen. Wie soll ich noch oben rankommen? Ja, mir geht es aber jetzt gerade eher hauptsächlich um die Münzen. Und ums Partende. Dammich. Geh weg. Na, okay. Jetzt aber. Was ist so geil, wie hoch man fliegen kann? Oh nein, da gibt's ja auch wieder was zu sehen. Nicht in die Sonne starren. Schau bloß nicht in die Sonne. Du tust nur deinen Augen weh. Hey, voll geil, dass er das sagt. Warum blendst du es da eigentlich? Ist irgendwas auf der Erde, was man betrachten sollte? Nö, nur Monde, die irgendwo rumfliegen. Hier an der Seite wieder irgendwelche Creep-Monster? Nö, auch nicht. Da oben ist Cooper Freerunning. Da oben die Münzen haben wir noch nicht. Aber die kennen wir, glaube ich, tatsächlich trotzdem schon. Also diesmal nichts zum Angucken. Wenn doch, bin ich zu blöd, das zu sehen. Gut, also dann haben wir hier so ziemlich alles hier vorne aber schon mal. Hoffentlich. Und die restlichen Sachen müssten hinter uns sein. Nee, da. Ah, stimmt, die haben wir auch gesehen, die habe ich mir noch nicht geholt. Weil ich nur genug Münzen haben wollte, um mir das Outfit zu holen. Stimmt, ich erinnere mich. Okay, gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, falls ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns beim ewigen Hügel im nächsten Part wieder, wenn wir ein paar Münzen einsammeln. Bis dahin, Peace out, Raccoon Stay Play. Ja, Moment, noch kurz die Flagge da aktiviert. Zack. Tschüss.